Und damit sage ich herzlich willkommen zurück zu Raft mit Swisty. Hallo zusammen. Und mir. Also, Seilrutsche haben wir. Richtig? Kommst du nach oben? Bin auf dem Weg. Bin fast direkt im Weg zu dir. Wollte mich nur mal kurz hier umgucken. Muss nur noch einmal Luft holen und dann... Hier ist noch irgendwo eine Box, die will ich noch holen. Mann, die wäre hier in der Ecke. Ja, da ist der Tresor. Ein Titanerz. Dann jetzt nochmal Luft und dann komme ich hoch. Ich glaube nicht, dass ich das in einem Mal schaffe. Und los geht's. Ja, die Sonne kommt auch hoch. Juhu. Folge jetzt einfach nur direkt diesem Luftschlauch. Da ist das nächste, wo ich Luft holen kann. Jetzt weiter nach oben. Da ist wieder so ein blöder Fisch, den ignoriere ich jetzt erstmal. Oh, das ist ein langer Weg. Ich sehe dich noch nicht. Nee, ich muss auch noch einmal Luft holen. Das schaffe ich sonst nicht. Und go. Ja, die haben Respawn. Ich sehe schon die Oberfläche. Ja, jetzt sehe ich dich. Ich hab's überlebt, yeah! Hier. Ah, oh, danke. Ein Piep-Piep. Hast du eine Seilrutsche? Ja. Ich jetzt zwei. Also hast du auch eine bekommen? Anscheinend, ja. Okay. Bis jetzt haben wir alles nur einmal gekriegt und der zweite musste sich das bauen, ne? Eben drum ein bisschen gebaut. Mhm. Das Piep-Piep auch gleich. Ja, das Piep-Piep will ich direkt mal in die Hand nehmen. Ja, nimm die Flasche aus dem Gesicht. Ah, Entschuldigung. Kein Piep-Piep hier in der Nähe. Machen wir erstmal Quest. Ah, in die Richtung ist gut. Hier wird es wieder weniger. Die Richtung ist falsch. Müssen wir erstmal wieder ganz nach oben da, hä? Ja. Das war lustig. Und jetzt? So, was haben wir jetzt hier? Da drüben ist die Pharmacy. Ja, und da drüben sind Schweine. Öh. Und Bienen. Bogen? Ja, aber die sind, glaube ich, ein bisschen zu weit weg. Meinst? Ja. Muss jetzt mal gehen. Tot.
Keine Munition. Bleib doch mal stehen. Warnferkel. So. Nimmst du die Bienen? Ja, die nerven nämlich schon. Die geben aber nur Leder, die geben kein Fleisch. Schade. So. Piep Piep sagt gar nichts. Da lang. Heilsalbe. Sehr gut. Was ist eine Heilsalbe? It's been 3 days. Stuck in the shack, sick as a dog. I don't think I can treat anyone in my condition. People know it. Major. I asked them to leave me here. It's the pigs. Sehr gut. Weeks they've had. Auch eine Heilsalbe. I've been blind to it. Perfekt. I didn't even notice the butchers getting sick. Es ist dann da gewesen sein, ja. Jetzt nicht weiter. Ja, dann zurück zum. Hier unten ist auch nix, ne. Gut. Also die Schlachter sind krank geworden von diesen komischen Schweinen. Honig nehme ich noch mit. Mhm. Hat's hier noch Schmutz? Mal schauen. Oh, von hier oben geht's zum Meer. Muss bei dir auf der Insel ganz nach oben. Und hier hinten. Ui. Boing. Nix boing. Benötigt 3 Teile eines Ladegeräts. Wir haben noch nicht 3 Teile vom Ladegerät. Ah, Moment, da oben ist eine Kiste. Kontrollpunkte. Ist aber nix. Ist denn hier noch was? Ich fahre gerade mal hier rüber auf die andere Seite. Denn das letzte vom Ladegerät. Jetzt kann ich essen. Und daraus komme ich zu dir rüber. Ups. Daraus falle ich runter. Da drüben waren wir schon. Fahr mal hier rüber, mal gucken, was hier ist. Ja, da ist zwar eine Leiter nach oben, dann waren wir sicher schon da. Mhm. Da wo ist könnte denn eine Leiter. Was haben wir denn noch übersehen? Ein Teil von einem Ladegerät. Und ist das? Ich gehe mal ganz unten, von unten vom Hafen an. Vielleicht habe ich ja hier was übersehen. Hier bin ich vorhin nur so durchgerusht. Port Office. Nö. Boat Repairs. Hier ist zu. Hier ist nichts. Nö. Ich sehe
Gerade. Nix. Vielleicht noch irgendwo, wo wir mit dem Seil jetzt rüberrutschen müssen. Was ist das denn da drüben? Könnte auch sein. Vielleicht dieses einzelne? Warte, ich komme mal hoch. Hier waren wir an der Pumpe. Ich renne gerade in eine ganz andere Richtung, um dann wieder dahin zu gehen. Was die kleine Brücke, wo dieser Platz ist, wo Kent Guts und der ganze Quatsch waren. Kann das sein, dass ich dich gerade... ist das das letzte Teil vom Ladegerät gerade gewesen? Denke schon. Ja, drei Teil eines Ladegeräts. Gut, jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich darüber komme. Metalldetektor. Den Metalldetektor hast du ja gelernt, oder? Ja, gebaut. Jetzt haben wir den Bauplan Motorensteuerung und den Bauplan Ladegerät. Sehr gut. Haben wir auch schon die neue Location? Ja, Tangaroa 8738. Gut. Herzlichen Glückwunsch, das war's. Und ich sehe unser Raft. Hier war nichts mehr, ne? Nein. So. Unser Raft ist da hinten. Also schnell darüber. Guck mal. Da oben wäre noch eine Truhe drauf, aber keine Ahnung, wie man da hinkommt. Bin drin. Wieso geben die einen Baupläne, wenn die trotzdem erforscht sind? Das verstehe ich auch nicht. Da hat gerade wer ein Huhn ein Ei gelegt, ein Huhn gelegt. Ja, eines ist schon da. Okay. Heilsalbe. Wohin? Mach mal eine Medikiste. Mach eine kleine und pack die irgendwo hin. Das, 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 das. Dann brauchen wir für alles Spätere wieder. Das wäre ja irgendwo küchenmäßig noch, hä? Ist okay, wenn ich das noch in das freie Ding packe? Ja. Komisches Geräusch. So, und jetzt haben wir ja noch 5 von diesen Köpfen. Honig haben wir auch wieder 10 Stück. Sehr gut. Das ist doch schon mal gut. Dann die nächste wichtige Aktion.
Und wie hatten wir das? Mit der Gravity. Das üben wir nochmal. So, ne? So und so. Und du machst dann wieder ihn schön. Gut, da fehlt jetzt halt genau noch ein Holz, aber egal. So, und jetzt Achtung. Bist du bereit? Was? Ich erforsche was. Mist. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Wir haben das Ladegerät. Wieso musstest du das jetzt erforschen? Ich habe die Baupläne hingelegt und da stand erforscht. Genau, aber du musstest einen Titanbarren noch erforschen. Aha. Okay. Und für das eine brauchen wir 6 Titan. Für das Kontrollpunkte, für die Steuerung. Und für das Ladegerät brauchen wir 4 Titan. Und wir haben 2, 3, 4, 5 Titan. Wenn alles eingeschmolzen ist. Ja, sollen wir dann mal einen Rückwärtsgang reinhauen? Ich hau den Anker raus. Jawohl. Und ich guck mal gerade nach dem Code. 8738. 8738. Okay. Und einmal weg von hier. Und erstmal voll in den Strom rein, weil jetzt brauchen wir Material. Schön. Gut, dann kümmere ich mich jetzt mal schnell ums Essen. Haben wir noch ein bisschen Licht übrig? Brauchst du eine Ständer oder eine Hänge? Die zweite Metalllaterne. Da brauchst du 6 Schrott von 20 und ein Glas. Nee, das ist schön zu teuer. Wohin willst du sie? Ja, hier einfach mitten rein. Danke. Okay, dann haben wir das. Dann tun wir den Pieper erstmal weg. Dann wird jetzt gekocht. Kommst du mal schnell rüber zu den Schmieden? Bin sofort da. Ja. Es ist zwar ein bisschen warm, aber... Oh, schönes Bett. Wo hast denn das her? Hab ich noch nie gesehen in dem Spiel. Soll noch besser sein als die Hängematte. Ja. Vor allem, wenn es dann ums Wiederbeleben geht. Ja. Du siehst, wo die Zielinsel ist? Ich sehe, dass der Strom da ist. Ah, okay. Also erstmal Strom. Ja, grobe Richtung ist okay. Hier blubbert's. Hier, die Batterie ist auch leer. Ladegerät können wir jetzt ja. Ja, können wir nicht. Wir haben noch nicht genug Titan. Wir müssen noch mal an der Insel anhalten und tauchen. Mit dem Metalldetektor hat es nichts gebracht. Der hat einmal da oben gepiepst, wo wir da querfeldein unterwegs waren. Schade. Ja, da muss man ein bisschen mit mehr Ruhe suchen.
Aber unser Biofuel ist jetzt voll, der große Pott hier. Das ist schön. Also für das Ladegerät brauchten wir 4 Titanbarren. Wenn ich jetzt noch ein bisschen Holz zusammenkriege. Holz kommt jetzt rein. Ja. Das geht ja gar nicht. Noch mehr Holz beschaffen. Ja, halt hier, um weiterzubauen, bräuchten wir halt noch ein bisschen Holz. Vor allem, dass wir hier oben langsam mal ein Dach drauf kriegen. Wobei, das möchte ich eigentlich gar nicht viel weiter nach hier vorne ziehen. Weil ja die Brücke nachher noch einen höher kommt. Vielleicht so bis hierhin. Oder bis hier, so spitz zulaufen. Ja, wir schauen mal. So. Oh, jetzt hat der Kerl auch noch Hunger. Ich werde irre hier. Wieso packt die Möwe jetzt wieder durchs Boot? Wo? Da, vom Nest habe ich sie abgeschossen, dann ist sie hier bis zur Kiste hängen geblieben, dann nach unten und weg. Klasse. Müssen wir das einen höher bauen? Wollte gucken, ob man das Ei erforschen kann. Ja, du kannst ein Ei erforschen. Und guck mal, wofür. Omelette, eine Heilsalbe. Ja. So. Ich habe was gebaut. Du wirst dich freuen. Zwei Batterien, die durch einen mächtigen V8, na gut, V2 geladen werden. Vier Titan. Vier. Wahnsinn. So, also, wir bauen weiter. Die Möwe uns zukünftig nicht mehr so einfach. Möwe, sag ich schon, du weißt schon, das komische Steine werfende Vieh. Ja. So. Hast du alle Holzschalen weg? Einer hier hin. Nein, die habe ich im Inventar. Ab in die Küche. Jawohl. Essen geht nicht aus. Ja, dann guck doch mal in die Essenskiste. Da ist doch schon drin. Ja, jeweils ein Stück. Ja, gut, ich arbeite dran. Ui. Ui? Schwadronfässer kommt an. Da müssen wir scharf links oder rechts. Ja. Oder kurz Prost. Ankern. Sagst du Bescheid, wenn ich einen Anker werfe? Jupp. Hör mal, eigentlich jetzt schon, ne? Ne, warte noch die Fässer. Okay.
Zack, zack. Gut, jetzt kannst du. Jawohl, Anker kommt. Das waren jetzt auf die Schnelle schnell 5 Fässer. Boah. Hatte keine. Was? Doch, die Happenseile. Okay. Wieso bin ich denn da runtergefallen? Keine Ahnung. Gut, das heißt, wir gehen jetzt wieder auf Tauchfahrt. Ja, hallo Bruce. Ich kümmere mich erstmal um Bruce, weil hier ist direkt schon das Zeug, was ich gerne hätte. Komm schon. Guti, 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 guti. Ja, so ist das brav. Na komm. Hohlstöckchen. Die haben uns echt schon die Vogelscheuche zerlegt. Ja. Obwohl nichts gepflanzt war. Ja. Die gehen da voll aggro drauf. Das Viecher. Bruce, merkst du nicht, dass es keinen Sinn hat, was du hier tust? Du hast auch hohe Erwartungen. Oh, Bruce ist kaputt, wir können tauchen. Okay. Ich bin gleich auch kaputt, weil ich habe vergessen, dass ich atmen muss. Also aktuell brauchen wir Metall, Titan und vielleicht das Kupfer auch direkt mitnehmen. Wobei Kupfer bin ich mir nicht ganz so sicher, ob wir davon so viel brauchen. Außerdem Fletzerklatz. Kupfer haben wir, glaube ich, eine Menge. Dann gehe ich mal mit dem Piep-Piep. Ich fahre mit meinem Fahrradlenker jetzt hier. Oh! Nein. Nein. Hä? Schon. Hä? Da wird's wieder langsamer, hä? Ja. Hier. Oh. Nochmal graben. Nochmal. Jetzt Lootglück. Bitte 3, 4, 5 Titan. Was holst du raus? 3 Titanerz.
Spielzeugroboter und 2 Scharniere. Okay. 3 Titanerz ist wichtig. Wir brauchen 6 für den Controller. Und mehr Piep-Piep hat's hier auf der Insel nicht. Da, das ist Pferd. Gut, hier ist auch noch mal Kupfer. Ja, da würde ich doch sagen, war das doch mal eine erfolgreiche Insel, oder? Da ist Bruce wieder. Für die Größe, die sie hat, kann man nicht klagen. Da ist nur ein Titan. Ich hab's gespürt. Ja, raus aus dem Wasser. Sehr gut. Damit sind jetzt auch die ersten Batterien aufgeladen. Falsch, falsch, richtig. So, warum wird hier nicht mehr gegossen? Die Batterie ist auch leer. Ich tue mal bei den Tieren eine neue Batterie rein. Yep. Gut, da unten wird wieder bewässert. Ich schmelz 3 Titan ein. Hier Titan. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, haben wir in der nächsten Folge unseren Controller. Ich sage danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Bye bye.